So, Herr Freund, ich messe jetzt bei Ihnen einmal den Blutdruck nochmal. Ich ziehe Manschette nochmal fest. Wird gleich etwas enger um den Oberarm, nicht erschrecken. Die Messung startet. Bitte dabei nicht sprechen. Hey, willkommen. Du bist schon mittendrin in der Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Beziehungsweise zur Pflegefachfrau oder Pflegefachmann, wie es von 2020 an heißt. Ein echt vielseitiger Beruf. Aber schau selbst. Der Blutdruck ist gut, der liegt bei 128:82. Ich nehme Ihnen die Manschette wieder ab. Gut, Sabine. Nach Ermittlung der Vitalzeichen ist es wichtig, dass du zeitnah dokumentierst. Ich würde dich jetzt bitten, die Werte einmal in die Kurve einzutragen. Gut, dann mache ich das mal. Hi, da bist du ja. Du interessierst dich für eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Dafür brauchst du ein paar Basics. Und diese Basics bekommst du in unserem Ausbildungszentrum. Hier sind wir im BZG, der Berufsschule für die Gesundheits- und Krankenpfleger. Heute sollen wir uns ein Thema selbstständig erarbeiten. Postoperative Pflege nach einer Hüftoperation. Ja, genau. Dafür haben wir uns in Gruppen aufgeteilt und beschäftigen uns jetzt mit der Anatomie der Hüfte. Genau, hier seht ihr die Struktur der Hüfte. Wir haben hier einmal die Gelenkpfanne, den Pfannenknorpel, die Gelenklippe, die Gelenkkapsel, den Hüftknorpel und den Schenkelhals. Das war es jetzt erstmal so zur Anatomie. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Die Ergebnisse eurer Gruppenarbeit präsentiert ihr vor der Klasse. Natürlich ist immer eine Lehrkraft dabei. Ist dir aufgefallen, dass hier viele mit Tablets sitzen? Die bekommt ihr zu Beginn der Ausbildung. Genauso wie den Zugang zu einer riesigen virtuellen Bibliothek, aus der auch Björn und Jacqueline Wissen für ihre Gruppenarbeit geschöpft haben. Okay, du spielst den Patienten und ich informiere dich jetzt erstmal darüber, dass ich dich mobilisieren möchte. Ja. Okay, ich würde Sie gerne das erste Mal nach Ihrer Hüft-OP mobilisieren. Dafür übernehme ich die Beine und Sie den Oberkörper, damit wir die Ressourcen ein bisschen fördern weiterhin. Hier im Demoraum lernen die Azubis zum Beispiel Techniken, wie man Patienten nach der Operation aus dem Bett hilft. Das nennt man Mobilisierung. Dabei geht es aber nicht nur darum, die richtigen Griffe zu üben, sondern auch rückenschonend zu arbeiten. Und ganz wichtig, einfühlsam mit dem Patienten zu sprechen. Empathie ist im Pflegeberuf eine wichtige Eigenschaft. Sich jetzt einmal abstützen, genau, ja. Und ich mache die Beine runter. Ja. Genau, festen Stand hast du. Bodenkontakt ist da, ja. Alles klar. Okay. Ja, das sah doch schon ganz gut aus. Hast du dann auch am Anfang an die Kommunikation gedacht? Ja, also ich habe den Patienten darüber informiert, dass ich ihn als erstes mobilisieren möchte und habe ihm auch die einzelnen Schritte erklärt und ihm auch gesagt, dass ich ihn jetzt anfasse und was ich dann da genau mache. Okay, super. Jo. Während der dreijährigen Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger bei Asklepios wirst du dreimal in das IFN, das Institut für Notfallmedizin, fahren, um den Umgang mit einem Notfall zu üben. So ein Notfall kommt zwar selten vor, aber in der Pflege muss man wissen, wie man sich in so einem Fall zu verhalten hat und welche Schritte nötig sind. Natürlich ist auch hier immer eine Praxisanleitung anwesend. So, Herr Freund, wir haben ja eben gerade mit Ihnen besprochen, dass wir Sie gerne mobilisieren würden. Ja. Ja, wir würden Ihnen dabei helfen und dann würden wir das jetzt auch gleich machen. Okay. Ja? Gut, Herr Freund, ich nehme Ihnen jetzt einmal die Bettdecke weg, nicht erschrecken. Nein, nicht erschrecken. Na, hier waren wir doch schon mal, oder? Ach ja, richtig, ganz am Anfang. Jetzt können Björn und Jacqueline unter Aufsicht der Praxisanleitung hier zeigen, was sie im Ausbildungszentrum gelernt haben. Okay. Genau, einmal sich ein bisschen mit dem Oberkörper zu mir drehen. Ja. Genau. Prima. Okay. So. Herr Freund, ich nehme jetzt langsam Ihre Beine aus dem Bett. Mhm. Ja, sehr gut. Genau, und ich helfe Ihnen hier mit dem Oberkörper. Oh ja, das geht ja gut. Super. Ja. Können Sie einmal hier in Ihre Schuhe reinschlüpfen? Ja. Vielen Dank. Ist alles gut? Super. Ja? Okay, gut. Gerade bei der Arbeit mit den Patienten übernimmt man sehr viel Verantwortung.
Die Möglichkeit, Ihnen zu helfen und Fortschritte mitzuerleben, motiviert mich jeden Tag aufs Neue. Wenn das auch etwas für dich ist, würde ich mich freuen, dich bei uns wiederzusehen. Wir verabschieden uns schon mal von dir und hoffen, du konntest einen guten Eindruck gewinnen.